Valentinanka, Sendung Valentinanka. Jeden Dienstag, 20 Uhr. Sorry, 20 Uhr auf cracker.info. Mit C geschrieben, cracker.info. Heute mein Gast. Dibble Inc. von The Truth Association. youtube.com/TheTruthAssociation04. So, ein herzliches Hallo an dich. Dibble Inc., hi. Hallo. Wir machen jetzt eine Stunde Gespräch, und zwar nur wir beide erstmal. Das heißt, wenn es zu langweilig wird oder wenn uns das Gespräch ausgeht, dann machen wir nur 30 Minuten. Danach 45 Minuten Zuhörerfragen. Ist das okay? Ja. Die Sendung wird aufgenommen. Bist du damit einverstanden? Es wird als MP3 und Text kostenlos als Download auf Cracker Info angeboten. Ja, kein Problem. Alles klar, super. Dann möchte ich hier im Vorfeld auch noch eines ansprechen, und zwar mein Dank an die Spender, welche schon den Link Spenden in Anspruch genommen haben, und begrüße damit auch herzlich du, dich und natürlich vorerst und die Zuhörer. 20 30. Hey, guter Start heute. Okay. Vielen Dank für den Jingle, geht an dave-records.de, an Christian für den Jingle Penny, den ich hier verwende. Ein echter Künstler. Okay. Also, ich bin wieder zurück. Ich mache wieder Sendung. Mein Freund möchte ich jetzt noch nicht sagen, aber wir sagen, gute Bekannte sind wir schon, ne? Wir zwei. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, und zwar, dass der Betreiber vom Mumble-Server nicht in die Querelen kommt, dass wir also immer bei der Wahrheit bleiben und nicht so sehr... Na, genau, da liegt doch das Problem. Richtig. Wenn wir bei der Wahrheit bleiben, kommt doch gleich denn die EUDSSR-Polizei und schlägt mir den Schädel ein und wird mir wahrscheinlich dann, was weiß ich, in irgendeinem Gefängnis erzählen, wie Bubu böse ich gewesen war, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Darum geht's doch gerade. Wie kamst du zu deinem Projekt? Das hat sich spontan ergeben. Ich habe einfach im Internet ein bisschen rumrecherchiert, fand dann da irgendwann das Wort Association, das ist zweideutig zu sehen, und hab so gedacht, naja, The Two Association, hat sich einfach so ergeben, ich hab mir dabei nichts gedacht. Ja, und dann am Anfang habe ich in meinem Projekt habe ich ja nichts Wichtiges, Großes gemacht. Ich habe da ein Video erstellt, das war so ein Musikvideo gewesen, und irgendwann habe ich dann mal damals, da habe ich noch hier diese scheiß Glotze da eingeschaltet, da habe ich dann mal so ein paar Nachrichten gesehen da über den angeblichen Angriff auf den Papst da von irgendeiner angeblichen psychopathischen Frau und dann noch irgendein Angriff da auf den auf diese Spaghetti Berlusconi, genau, der da mit dieser Skulptur da in die Fresse geschmissen bekommen hatte, wonach er dann noch besser aussah als vorher, wo der Typ angeblich auch irre gewesen sein soll, und nicht zu vergessen der angebliche Angriff auf Ferkel, der ja angeblich auch irre gewesen sein soll. Und ich habe mir von der Sammer immer wieder heißt es, die sind alle irre, die sind scheinbar alle irre. Was heißt, sie sind scheinbar alle irre? Haben sie vielleicht eine politische Motivation? Oder was hätte denn Merkel oder Berlusconi und so weiter gemacht, dass dieser Grund vorliegen könnte? Wie sind denn die Verhältnisse in Italien unten? Irgendwie sowas, ja, nö, die sind scheinbar irre oder bekloppt oder leiden unter einer Psychose. Und dann habe ich dann das erste Video erstellt und dann kam eins nach dem anderen.
Das erste Video und eins nach dem anderen. Eine kurze Sache, ich muss jetzt lauter Pieptöne einfügen, wo du die Schimpfworte benutzt hast. Das ist mir sehr unangenehm. Ah, also ich soll keine Berliner Schnauze anwenden. Nein, auf keinen Fall Beleidigung oder etc. Ja, das hättest du mir ja vorher sagen sollen. Ja, aber jetzt weißt du es. Okay, na gut, ich versuche mich zurückzuhalten. Ja. Alles klar. Nee, aber sonst ist es halt dann nicht per Download verfügbar. Ich mache halt Pieptöne rein, dann sind alle glücklich. Du, ich war ganz begeistert, und zwar von einem Video von dir, wo du beschreibst, dass der Kommunismus, der Kapitalismus, dieselbe Seite eine Medaille, und eigentlich die Medaille, die sollte man auf die Seite kippen, dann hat man einen Überblick über beide. Und du hast das wunderbar ausgeführt. Ich habe da natürlich immer noch auf ein bisschen besseres Video, wie man halt so als Verbraucher ist. Man wartet dann immer auf Nachschub, ne? Immer auf Nachschub. Mhm. Und das Problem ist, du bist dann irgendwann abgeholt worden von ein paar Usern, und die haben dich also sehr in Anspruch genommen, ne? Das Video, was du meinst, das heißt das Kommunist- und Nazi-Modelltyp-Diagramm. Ja, richtig. Das würde ich auch jedem ans Herz legen. Okay, aber jetzt zuerst, bevor wir jetzt auf deine Videos noch weiter eingehen, vor allem auf die Thematik dahinter, ne, wollte ich ein Interview ja für dich, für die User erstellen, von dir. Und zwar ist meine erste Standardfrage: Glaubst du an einen Gott? Na, die Frage ist, was man unter Gott versteht. Genau. Ich glaube daran, dass da irgendwo, irgendwann, irgendwie, irgendwas, wie auch immer, irgendwas Übernatürliches, irgendwas Übermenschliches existiert. Ob das jetzt Gott ist oder ein Gott ist, ob der Allah, Jahwe, Gott oder was ich, irgendwie irgendeinen Namen da hat, da was dann zurückführt auf irgendeinen Elefanten mit 6 Armen oder sowas in der Art, weiß ich nicht. Ob das irgendwelche Anunnakis, Nephilims sind oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich gehe mal davon aus, es wird garantiert irgendwo in der weiten, weiten Galaxie irgendetwas geben, was auf jeden Fall, ich sag mal, auf der Evolutionsstufe um Weiten höher steht als der Mensch, aber ob den man jetzt oder das jetzt oder die jetzt man als Götter oder Gott bezeichnen kann oder wie man sie auch immer bezeichnen möchte. Also ich gehe mal davon aus, ja, aber jetzt ist die Frage, was man unter Gott versteht. Okay, ich kann jetzt nur dazu sagen, herzlichen Glückwunsch, ich sehe das ähnlich. Also mein Gottesbegriff ist insofern der, dass ich an mehrere Entitäten glaube, die eventuell sogar ein gemeinsames Bewusstsein teilen. Und soweit bin ich also mit meinem Gottesglauben. Okay, du glaubst an Gott. Was wäre mit Zufall? Denkst du, der Zufall regiert oder das Schicksal existiert? Ich würde sagen, von beiden ein bisschen. Ich würde sagen, 25% Zufall, 75% Schicksal. Wobei die Frage auch immer ist, Zufall, Schicksal. Ich meine, es gibt ja der berühmte Spruch, du kannst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Naja, also du kannst dein Schicksal so in die Hand nehmen, wie wenn du weißt, du wirst jetzt sterben, weil da drüben eine Armee auf dich zukommt. Dann kannst du entscheiden, rennst jetzt auf sie zu und bringst noch so viele um, wie du es noch schaffen kannst irgendwie. Oder wartest da, bis sie zu dir kommen und dich dann umbringen. Also so viel hast du in Entscheidungsfreiheit, aber so richtig jetzt das gesamte Leben planen und selber entscheiden, wie sein Schicksal aussieht, also nee. Ich würde sagen, so 50-50, 25-75%. Ja, hallo? Also ich bin mit meinem Verständnis jetzt im Moment so weit, dass ich nicht mehr an Zufall glaube. Also ich denke, vieles ist Bestimmung, Schicksal. Ich glaube, dass das Wort Zufall wörtlich zu nehmen ist, dass einem etwas zufällt, was einem nicht zusteht. Allerdings fehlen mir dazu die hellsichtigen Fähigkeiten, in die Zukunft zu schauen, um mein Schicksal wie der Zimmermann, ja? Der du meinst, wenn ich unterbrechen darf, du meinst diese Geschichte mit, du liegst zum Beispiel in deinem Bett und wenn du dann im Tiefschlaf verfällst, verwandelt sich dein Gehirn zu so einer Art Empfänger oder so ähnlich, weil wenn du jetzt einen Gedanken ausübst und die Erde dreht sich dann weiter, irgendwann kommt dann irgendjemand genau an dieser Stelle zu deinem Gedanken an. Das kann dann, wie gesagt, dann die Zukunft und die Gegenwart sein, weil Zeit relativ ist oder so, wie das so ähnlich gewesen war. Richtig, ganz genau. Gut. Okay. Super. Okay. Wollen wir bei dem Thema bleiben? Erstmal das Vertiefen mit der Zeit, der Relativität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Oder gehen wir weiter zur nächsten Frage? Nächsten Frage. Okay. Wer oder was sind denn Illuminati? Denkst du, die gibt es überhaupt? Naja, ich würde mal sagen, das ist so, wie soll ich es erklären?
Also es gibt natürlich Leute, die kann man als Illuminati bezeichnen, aber ob die jetzt wirklich die Illuminati sind, es gibt Leute, sagen wir es mal so, stell dir einfach jemanden vor, der setzt sich eine Maske auf, das ist eine Judenmaske. Es soll jetzt nicht antisemitisch sein, ich sag's jetzt einfach mal so. Ja, da ist irgendeiner, wer auch immer das sein soll, der setzt sich eine Judenmaske auf. Und die Judenmaske hält dann vor sich dieses Schild mit der Pyramide mit dem allsehenden Auge von Horus. So, und wir stehen dann da und gucken dann die Pyramide an. Wir sehen die Illuminati-Pyramide. Wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, aber einige wissen, ah, scheint ein Jude zu sein. Und einige wissen dann aber auch, das sind die ganz, ganz wenigen, dass hinter dieser Maske des Juden noch jemand anderes steckt. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle, die dahinter sie verstecken, eine Maske des Juden aufgesetzt haben. Da existieren garantiert auch einige Juden. Wobei, das soll jetzt nicht antisemitisch sein. Also nicht jetzt denkt man, ich mache ja Judenhetze oder so ähnlich. Okay, das ist das Problem. Also keine Volksverhetzung, bitte. Ja? Nö, ich doch nicht. Es ist nur so, die Illuminati ist übersetzt ja die Begleuchteten oder Erleuchteten, ja, die Illuminierten. Und es gibt sie wirklich. Also man muss ein bisschen Respekt haben. Es ist keine Rasse, muss ich gleich dazu sagen. Also mein Bild von Illuminati gebe ich jetzt gerade, spiegele ich jetzt nur. Dein Bild? Ja, mein Bild ist das, okay, dass es hellsichtige Menschen gibt. Also die können, das sind sehr hellseher und die eventuell auch untereinander verwoben sind mit ihrem Bewusstsein. Das sind wahre Illuminati. Und natürlich die, die darüber stehen, über Zeit und Raum, davon mag ich gar nicht sprechen. Na gut, okay, da habe ich zwar eine ähnliche, aber doch wahrscheinlich andere Meinung. Ich meine, ich gebe dir recht, solche Menschen existieren, aber ich vermute nicht, dass das die sind, die sich dahinter dieser Pyramide verstecken. Das glaube ich nicht. Da musst du die politische Ponerologie von Dr. Lobrazewski gelesen haben. Da stand das mehr oder weniger drin. Weil ja, die du meinst, das sind wahrscheinlich die, ich nenne sie mal so, die guten Menschen, weil ich gehe mal davon aus, jemand, der solche Fähigkeiten hat und dazu gehört auch ein gewisser Charakter und ein Geist, wird kein böser Mensch sein. Zumindest nicht in dem Sinne, wie wir es kennen. Und die würden es nicht schaffen, jemals an so eine Position dahin zu gelangen. Aber da müsste ich jetzt mit dir über die politische Ponerologie lesen und das würde ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Ja, aber da kommen wir ja an das Kernproblem an. Ja, was heißt, ich will gar nicht über Probleme reden, weil... Ja. Na gut, reden wir drüber. Es ist wohl so, dass diese Ponerologie des Bösen, die ich gelesen habe, widerspiegelt, wie manche Leute ticken. Aber das sind eben genau die, wo du sagst, die nicht erleuchtet sind. Ne? Es wird eigentlich missbraucht. Auch die... Dieses Wort Illuminati wird eigentlich inflationär verwendet. Und da gebe ich dir voll recht. Hm. Ne? Und zur Pyramide muss ich aber noch dazu sagen, dass jede Firma praktisch pyramidal aufgebaut ist. Das heißt, es gibt einen Chef und dann die ganzen Angestellten. Das ist bereits eine Pyramide. Das heißt, das ist von der Natur aus eigentlich die stabilste Struktur. Ja, klar, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass da alle Leute gleich behandelt werden. Dann kommt dann der Praktikant da an und neben ihm Dr. Date und die beiden sollen auf derselben Stufe gestellt werden. Das kann ja auf Dauer gesehen nicht funktionieren. Nee, das funktioniert auch nicht. Deswegen siehst du auch überall die Pyramiden. No. Weil die auch diese Struktur des Herrschens halt eben auch so in der Firma darstellen wollen. Ne? Mit Chef und alle anderen sind Arbeitnehmer oder du sagtest als Auszubildende. Hm. Okay, also mein Weltbild von Illuminati sind hellsichtige Menschen im Moment und sogar Leute, die in der Zeit reisen können und eventuell sogar in der Vergangenheit Dinge verändern, die sich dann im Jetzt auswirken. Dann sind wir praktisch, wenn man sowas erlebt hat, ist man mit in the time ahead, das heißt vorne in der Zeit dabei und wir sind jetzt aktuell 2012 in einer Zeit, in der manche Menschen Probleme bekommen, die Zukunft zu sehen und deswegen sehen wir auf dieser Erde sehr viel Konflikte, weil von unten sehr viel Hellsichtige kommen und die Alteingesessenen, sage ich mal, dieses Wissen entsprechend dieser Politik, die nicht so gut ist, unterdrücken möchten. Das ist das Problem. Und aber wegen der Hierarchie hätte ich mal eine kleine, Frage. Wie siehst du das mit der Hierarchie zwischen Mann und Frau? Oh. Weil Frau ist ja emotional, wie man so schön sagt, und Mann ist ja eher rational denken. Ja, ich denke, das ist ein Spiel, das kann man spielen, muss man aber nicht. Das ist eine Frage, auf die ich mich gar nicht erst einlasse. Okay. Ja, okay. Ja,
weil du kannst eine Gesellschaft weder ohne Mann noch ohne Frau oder so aufbauen. Das funktioniert nicht. Und deswegen berühre ich das Thema jetzt erstmal nicht. Aber du hast recht, Mann und Frau sind verschieden in meinen Augen. Und Frauen organisieren sich anders wie Männer. Also es gibt ja unterschiedliche Interessen. Also ich bin nicht der Unisex-Meinung, dass beide gleich sind. Naja, ich wollte nur ansprechen, ohne jetzt als Sexist abgestempelt zu werden, um Himmels Willen. Aber wie soll ich es erklären? Nehmen wir beispielsweise wieder die Politik. Ja? Ich soll jetzt nicht heißen, dass ich der Meinung bin, Frauen sollten nicht in die Politik. Aber wie gesagt, Frauen denken überproportionalmäßig emotional. Und naja gut, okay, lassen wir das Thema. Das würde, ich glaube, das kommt auch ein bisschen vom Englischen ab, weswegen ich zu dir gekommen bin. Oder du mich zu dir geholt hast. Ist egal. Ja, bin ich auch froh, dass du da bist heute Abend. Das ist sehr schön und ich gebe dir da recht, ja. Warum haben die Freimaurer nur Männerlogen? Aber die haben mittlerweile auch schon die Türen aufgestoßen, auch für Frauen. Obwohl die Emotionalität natürlich in der Entscheidung der Rationalität ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Yin-Yang, ne? Das ergänzt sich ein bisschen, ein Stück weit. Ja, Moment, wenn du sagst, die Freimaurerlogen, denke mal dran, es gibt ja nicht die, es gibt ja verschiedene, ist genauso wie mit jetzt Antifa. Wir haben ja die verschiedensten Typen am Internet, haben mir erzählt, ihr habt, die sich als Antifa definieren, es gibt solche und solche und solche, wo ich mich dann aber dann frage, wie sie denn sagen können, wir sind die Antifa dann, da müssten sie ja angeben, wir sind die beispielsweise pro-palästinensischen Antifas, aber sie sagen immer, wir sind Antifa und gleichzeitig behaupten sie, es gibt keine die Antifa, sondern es gibt ja die verschiedensten Gruppierungen, die sich Antifa schimpfen. Welche Freimaurerloge meinst du denn jetzt? Alle sind es auf jeden Fall nicht. Ich meine, die den Schwur, den uralten Schwur, also die praktisch den 33. Grad unterstehen. Naja, theoretisch gesehen sind das ja dann doch alle, aber es sind ja nicht alle. Zum Beispiel die berühmteste da, die Binai Bruth, oder wie die da heißt, die, weiß schon, da diese Oberloge da, oder der Otto. Ja. Ja, die sind zum Beispiel nicht, die haben auf keinen Fall Frauen reingelassen. Eben. Ja, weil halt eben diese Emotionalität bei der Rationalität und das ergänzt sich im Normalleben ganz toll, aber halt in diesem Geheimbünden ist es halt, dann wird es getrennt wie in den alten Schulen. Ne? Aber gut, geh mal über dieses Thema drüber, denn das ist sehr, sehr heikel. Das hat nämlich jeder für sich zu entscheiden, wie er mit diesem Thema in seinem Leben umgeht und erst recht, welchen Vereinigungen er dann seine Aufmerksamkeit schenkt. Ja, aber also ich spreche jetzt mal, um das Thema abzukürzen, dafür mich aus, dass ich in meiner geistlichen in meinem geistlichen Netzwerk bevorzugt rationale Menschen habe und daneben emotionale. Das heißt aber nicht, dass ich sagen würde, ich würde also bevorzugen, erstmal einen Meister mir zu suchen, ja, und mir Schüler zu suchen, die auch rational sind, wo die Geschlechterrolle in meinem derzeitigen Status oder in meinem jetzigen Lebenssituation keine Rolle spielt. Wie ist denn das bei dir? Würdest du eine reine Männerorganisation aufbauen oder würdest du auch sagen, so, es spielt erstmal keine Rolle? Das hat in diesem Sinne nichts mit dem Geschlecht dann so gesehen zu tun. Ich habe einige Frauen kennengelernt, mit denen kann man sich ganz gut unterhalten. Die sind empfänglich, die hören auch zu und denken auch halbwegs mal ein bisschen zumindest rational oder sogar sehr, sehr gut rational. Aber dann gibt es aber auch Frauen, da ist wirklich reinste emotionale Ebene. Das ist, ich kann nur mit Beispielen arbeiten, aber ich will jetzt hier keine Namen nennen und so weiter. Ich wollte ja, wie gesagt, bloß erklären hier, dass der schottische Ritus, die Binai Bruth, ich kann den Namen so schwer aussprechen, oder der Otto, wie gesagt, das sind denn die sogenannten Freimaurerlogen. Und da du dich ja so ein bisschen mit Freimaurerei ja beschäftigt hast, sogar sehr stark, gehe ich mal davon aus, dir ist doch bekannt, wenn dann zum Beispiel jemand wie Albert Pike sagte in seinem Buch da Morals und Dogma, ja, dass der schottische Ritus speziell sich absolut 100%ig nach der jüdischen Kabbala richtet. Als Beispiel.
Und ich meine, der ist ja ein 33 Grad Freimaurer, genauso wie dieser andere da, dieser Albert, keine Ahnung, Mackey oder so hieß der Typ. Der hat mal gesagt, ja, dass jede Loge steht als Symbol eines jüdischen Tempels und jeder Meister, weil du gerade Meister nämlich angesprochen hast, jeder Meister verkörpert nämlich den jüdischen König und jeder Freimaurer ist eine Personifizierung des jüdischen Arbeiters. Ich muss jetzt aber gleich dazu also sagen, weil du dich sehr diesem Thema beschäftigst, ja, dass das Thema Rasse ist im geistigen Bereich für Geister auf Deutsch überhaupt kein Thema mehr. Das ist ein materielles Konstrukt. Das hat ja jetzt nichts mit Rasse zu tun. Geht da um das sogenannte Denken. Und wenn diese Leute denken schon, sie wären irgendwie was Besonderes, weil sie sich irgendwie jetzt als Juden bezeichnen, tralala, und lassen dann nur in die sogenannten unteren Freimaurerlogen dann da auch Frauen zu, wo dann auch Nicht-Juden oder Leute, die auch, also die Freimaurer, die nicht jüdisch irgendwie da irgendwas zelebrieren oder machen oder vorantreiben, da merkt man das sofort, aha, das ist denn so für eine, ich nenne sie mal, das ist jetzt nicht rassistisch, ich meine, zweite Klasse oder dritte Klasse Mensch, die interessieren im Großen und Ganzen gar nicht. Und wenn du mir jetzt sagst, du suchst einen Meister, jetzt frage ich mich, suchst du jetzt einen Meister von einem der Freimaurerlogen in den unteren Rängen, und den kannst du ja dann knicken, das ist genauso, als wenn du dir jetzt, weiß ich nicht, irgendjemanden suchst, der bloß mal 2-3 Bücher gelesen hatte, und den willst du dann als Meister ansehen, nur weil er 2-3 Bücher gelesen hat, die du noch nicht gelesen hast, oder du suchst den richtigen Meister, also mit anderen Worten, suchst du ja einen sogenannten Oberrabbiner. Nee, ich suche einen von der Weißen Bruderschaft. Von der Weißen Bruderschaft. Ja, aber das ist jetzt nur nebensächlich. Ich wollte dich jetzt nur mal auf den Trichter bringen, die jüdische Rasse oder das Judentum, das ist mehr so eine Marke, ja, die kannst du aufkleben oder auch nicht. Und wer sich davon ablenken lässt bei seiner spirituellen Entwicklung, der ist selbst schuld. Hm. Okay? Also nur so, weil Albert Pike hat auch nur auf der Klaviatur des Rassismus ein bisschen gespielt, weil er halt eben diese Teile und Herrsche in der Form von Rassismus ein bisschen befördert hat. Auf der anderen Seite haben göttliche, hellseherische Menschen oder Geistwesen Bewusstseine keine Möglichkeit, Menschen besser zu unterstützen als, und jetzt halte ich fest, als mit Familienstammbäumen zu arbeiten. Es nennt sich auch Stammbaum, weil es ist von Generation zu Generation gewährleistet, dass eine Tradition, die gut ist und bewährt ist, erhalten bleibt. Das schaffst du in keinem Staat, weil die Liebe oder die Zuneigung dort fehlt. Und das ist die Krux an der Geschichte, dass, wenn ich mal polemisch jetzt von unten, sage ich mal, beobachtet, ist das alles ein Netzwerk aus Familien. Von oben betrachtet ist es aber zum Befördern der Menschheit unabdingbar, dass man sich auf gewisse Familien einlässt. Und man hat sich dann halt irgendwann geeinigt auf das Label Judentum. Ne? Aber lassen wir das Thema weg, sonst würde ich als Schundliteratur in der Schweiz beschimpft irgendwann. Ja gut, kein Problem. Nimm mal das nächste Thema. Okay. Gibt es für dich Magie? Bisschen genauer bitte definieren. Magie, so also Hokuspokus jetzt hier wie aller hier Harry Potter da oder? Wie Harry Potter. Also richtig mit einem Zauberstab auf jemanden zeigen? Nein. Gibt es nicht für deine Begriffe. Also ich habe mittlerweile erfahren, es gibt Magie. doch. Aber das ist eine persönliche Sache. Okay, nächste Frage. Ja. Gibt es die Seele und ewiges Leben für dich? Da müsste ich jetzt ziemlich weit ausholen, aber ich würde mal sagen, ja. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber ich habe mit jemandem Verstorbenen gesprochen und der hat mich auf den rechten Weg bringen wollen. Also Schutzengel, würde ich sagen. Mhm. Aus meiner Familie. Und ja, der wollte mich tatsächlich auf den rechten Weg bringen und der ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr unter uns. Also das zu meiner Erfahrung dazu. Gibt es Magie? Da würde ich folgendes Beispiel, das ich erlebt habe, anführen. Zum Beispiel habe ich gesehen, wie jemand einen Betonpfeiler, nur indem er die Hand drauf gerichtet hat, ich sag mal, 5 mm verbogen hat. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand Beton verbiegen kann, aber
Ich. Ja, da würde ich sagen, ganz simpel und einfach, die Magie, also in diesem Falle jetzt, wenn man da wieder von Magie sprechen möchte, also ich gehe mal von das auch für Xenos, ne, kann man doch einfach dann als unbekannte Form von Technologie bezeichnen. Naja, da hast du ja recht. Da war ich ja auch mit dir damals im Gespräch, dass man das als unbekannte Technologie betrachtet. Allerdings unterordnen möchte ich es nicht. Also für mich ist Technik alles nicht so wichtig. Ja, ganz kurz, Valentin. Ich kann dich ja Valentin so nennen, ne? Ja. Okay, na, sag mal ehrlich, wenn jetzt irgendjemand von uns in den Wald geht da und zeigt irgend so ein Dunkelhäutigen da im Busch da, ich weiß nicht, wie man die da nennt da, die da wirklich noch nichts mit Technologie gesehen haben und sehen auf einmal einen Fernseher oder was weiß ich, oder du machst da Feuer aus irgend so einem komischen Ding da, was wir Arkan nennen oder so ähnlich raus, ja, für die ist das doch auch Magie. Ja, hast du recht. Okay. Genau, ja, würde ich auch sagen, ne? Okay, belassen wir es dabei. Okay. Dann würde ich dich noch bitten um die letzte Frage. Was heißt eigentlich die 666 für dich? Und wer könnte damit gemeint sein? Der Antichrist oder der Antichrist? Ich muss noch erläutern. Also, ja, also entweder ist das der sogenannte Satz des Seins oder die Zahl des Seins, wie du möchtest, anhand der Zahlenarithmetik. Oder, was auch eine Möglichkeit wäre, es hat einfach jetzt was zu tun mit der Kabbala hier anhand von okkulte Philosophie und Magie und so weiter. Da kennst du bestimmt dieses Buch hier 999, Magie, okkulte Philosophie und Kabbala. Habe ich durchgearbeitet, und, ja. Ach, kennst du, okay, weil das habe ich auch zu Hause hier. Ist nicht besonders dick, das Buch, aber dafür sehr informativ, sehr gut geschrieben. Also eines der besten Bücher zu diesem Thema. Von einem ich kann den Namen nicht aussprechen. Wie auch immer. Mit dem Namen habe ich es immer so. Aber auf jeden Fall ist ein sehr gutes Buch. Aber da gibt es noch ein Buch. Moment, ich bin jetzt hier vor meinem Rechner. Kleinen Moment. Kennst du das Buch 666, Das Ende der Zeit? Die Erde ist nicht genug, von einem gewissen David McGrande. Ist aber ein Roman, ne? Ja, es ist, also die ersten 100 Seiten ist eine Art, nicht mal 100 Seiten, ist eine Art Roman, weil nicht gerade besonders guter Roman, aber lassen wir mal, weil er hat seine Informationen, die da drin stehen, hat er da reingepackt, weil er weiß oder wusste, dass viele Bücher, du kennst bestimmt auch das Buch Die schwarze Sonne von Tashi Lumpu. Nein, leider nein. Na egal, auf jeden Fall, dieser David McGrande wusste, dass besonders hier in der BRVD GmbH oder wie man auch immer dieses Land hier nennen möchte, manche Mediengeschädigten nennen dieses Land hier Deutschland, er wusste, dass man hier eine Menge schreiben kann, aber nicht alles. Und wenn man denn damit ein Sachenfachbuch daherkommt, kann es sein, dass das zensiert wird. Wenn du es aber in einem Roman verpackst, dann wird es veröffentlicht, weil Roman ist was anderes als ein Sachenfachbuch. Und die BRVD oder BRD GmbH oder nenn diesen Mafia-Pseudostaat hier, wie immer du möchtest, verbietet nun mal einige Bücher, die sehr wissenschaftlich und sachenfachbuchmäßig sind. Und deswegen sagen einige Leute zu sich, okay, dann mache ich gleich daraus einen Roman, aufgrund dessen, weil ich möchte ja nicht hier umsonst gearbeitet haben, ich möchte, dass das Buch auch veröffentlicht wird. Ja, ganz klar. Wir sagen, ein sehr gutes Beispiel wäre zum Beispiel Die schwarze Sonne hier von Tashi Lumpu. Von einem MacLeod oder so hieß der. Was für MacLeod, genau. Und der hat genau diesen Fehler gemacht. Der hat zuerst eine Sache im Fachbuch geschrieben und dann wurde es nicht zugelassen für BRD-Land und BRVD-Land. Und dann hat er, wie gesagt, das Ganze nochmal geschrieben in einem etwas kitschigen Roman. Ja gut, aber die Message ist rübergekommen. Und er hat dann gleich, wie gesagt, daraus also die Hälfte Roman und der hintere Teil sind dann nur noch ein paar Sachen Fachberichte, die seinen Roman bekräftigen, also unterstützen sollen. Kannst du den Titel nochmal ganz kurz nennen? Welchen jetzt? Die schwarze Sonne von Tashi Lumpu? Das Sachbuch des Halbromanes. Das war 666, das Ende der Zeit, oder? Na klar, 666, das Ende der Zeit, die Erde ist nicht genug, von David McGrande. Okay, super. Ist sehr teuer, ich glaube nicht mehr zu bekommen. Wenn man es überhaupt bekommt, ist es sehr teuer. Aber, also ich habe es mir gekauft gehabt, müsste jetzt an meinem Schrank hinten rangehen, aber kann man sich durchlesen. Da steht auch drin, wie das mit der Zahl 666 auf sich hat. Mit der Zahlenarithmetik und so weiter und so fort. Und was hat's auf sich? Ja, da müsste ich jetzt das Buch, wie gesagt, holen und die Seiten nochmal aufblättern und so weiter. Ich habe da ja meine ganzen, hier diese ganzen, wie heißen ja, Seitenmarker da, du weißt schon, diese, damit ich weiß, wo ich hinblättern muss. Aber da müsste ich jetzt aus meinem Zimmer raus und das wäre zu aufwendig. Ich habe das jetzt nicht alles genau im Kopf. Okay, dann gehe ich jetzt mal schnell hier in mein Buch. Ich kann es kurz fassen. Es geht darum, so ähnlich wie in der Kabbala, es geht darum, dass diese Zahlen für bestimmte Wörter oder für bestimmte Sachen stehen, die, wenn man sie in Kombination mit anderen Zahlen ergibt, dann nachher wiederum, das ist wie eine Art Geheimsprache, wie eine Art Chiffrierung. So wie es damals im Krieg bei den Japanern und den, allgemein im Krieg angewendet wurde. Damit die anderen es nicht verstehen. Also die 666 ist durchaus auch was Positives, meinst du auch, ne?
Es steht auf jeden Fall nicht nur jetzt laut biblischen, laut alttestamentarischen für den Teufel, ja. Okay. Nicht nur. Alles klar. Ich möchte an der Stelle auch noch einen Übersetzungsfehler in der Bibel hinweisen, beziehungsweise in der Johannes. Einen? Einen wichtigen in der Johannes-Offenbarung. Und zwar ist es nicht der Antichrist, der Gegenchrist, also der Widersacher, sondern der Ante, mit E geschrieben, Antechrist. Und das heißt der, der vor Christus kommt. Wusstest du das? Nee, das ist mir jetzt auch neu. Ja, das war mir auch neu. Ich habe geforscht in der Richtung. Aber ich muss noch das Original von Johannes irgendwann nochmal anschauen. Vielleicht kann ich das dann auch gesichert verifizieren. Im Moment kann ja, ich aber wenn ich das hinzufügen darf, ich habe zum Thema Bibel sowieso ein bisschen noch eine weitaus andere Meinung, weil wenn ich denn da die Leute denn da höre, wie zum Beispiel hier den Zacharias Sitchin, auch wenn der Typ Freimaurer war, auch wenn der Typ Jude war, darauf gebe ich erstmal nichts. Wenn ich denn da höre, wie mir ja auch schon ein, zwei Juden hier bestätigt haben im Internet, ist übrigens nicht antisemitisch, was ich jetzt sage, ja, die mir einige bestätigt haben, dass die Bibel im Grunde genommen nichts weiter ist als eine Ableitung oder eine Zusammenfassung von einigen Passagen aus den babylonischen Keilschriften, Schrägstrich aus den sumerischen Keilschriften. Wisst ihr, wenn mir da also einer erzählt, da die Bibel ist jetzt hier das Buch anhand von Gott und tralala, wo wir mit ja wieder zum Glaube zurückkommen und alles drum dran, da hat, ja. Nee, das lass mal. Okay, ja. Gut, das war meine letzte Frage. Und ich habe das eigentlich auch jetzt für meine Begriffe für sehr angenehm empfunden, das Gespräch. Wir können natürlich das Ganze noch vertiefen anhand von dem Buch Batrachus. Und dort wird ja die Hierarchie der Weltverschwörung als Set seine Organisation bezeichnet. Wer ist Set mit E-T-H? S-E-T-H wird er geschrieben. Hast du schon mehr gelesen von ihm? Nein. Das ist ein ägyptischer Gott, der hat Horus, ja. Der hat Horus, den Phallus, also der hat Horus umgebracht und den Phallus. Ja, jetzt bräuchten wir Silere, den kennst du ja. Richtig, ach Mensch, hätte ich den gerne in der Leitung, aber. Ja, gut. Den könnten wir jetzt gut gebrauchen, der hat darüber ja tonnenweise gelesen, ja. Mit dem habe ich darüber ja auch am meisten gesprochen. Richtig. Und dieser Set soll über der Zeit stehen und den Ankh haben und seine Organisation ist ein bisschen über der Freimaurerei und dem Komitee der 300 angesiedelt. Ja, und auch zu dieser Organisation der Illuminati, die du ja also als die Nicht-Illuminati bezeichnest, ne? Das ist der Roundtable, Rat der 13 bis runter zur Freimaurerei, befindet sich auf Stufe 7 eine Stufe des Magierordens oder der Magierorden. Oh, du, also ich habe mich jetzt nicht damit exakt jetzt beschäftigt, auf welcher Stufe man steht, wenn man dieses und jenes erreicht hat. Ich meine, ich kenne mich ein bisschen damit aus, aber ich bin jetzt hier nicht der Freimaurer-Experte. Das ist ein Teil von vielen Themen, die ich durchgenommen habe. Ich weiß, dass es 33 Grade gibt. Ich weiß, dass es da diverse verschiedene sogenannte Tempel oder Freimaurerlogen, nennen sie wie du willst, gibt. Einige davon sind jüdisch, einige davon sind Multikulti, andere davon nehmen auch Frauen auf, ist mir alles klar. Aber ich weiß jetzt nicht, welcher genau in welcher Loge war und also ich bin jetzt hier nicht der ultimative Fachmann zum Thema Freimaurerei oder Freimaurerlogen. Okay, 2012, was ist damit? Was denkst du? Denkst du, wir haben eine komplett neue Gesellschaft? Nein, das ist nichts weiter als, wir gehen ins nächste Zeitalter über, da Wassermann-Zeitalter. Und es kann sein, dass irgendwann um den 21.12.2000, so Pi mal Daumen, Monat vorher, Monat später, irgendwie da so in diesem Dreh, da wird es dann so beginnen mit dem langsamen Erwachen der Menschheit, dass also irgendwas hier auf diesem Planeten schiefläuft. Mehr ist das nicht. Das wird jetzt nicht hier wie bei dem Roland Emmerich Schwachsinnsfilm da hier die ganze Welt auseinanderdriften und wie wie einige behaupten, hier ein Polsprung von 10 Grad oder sowas. Gut, es kann sein, ja, dass jetzt so ab diesem Moment dann so langsam um 1-2 Grad vielleicht so nach und nach ein Polsprung kommt und wir werden dann nach und nach erleben, wo irgendwo das Wasser steigt, woanders niederfällt und einige Inseln untergeht. Das kann passieren. Ja. Aber wir werden auf keinen Fall jetzt hier erleben, dass jetzt auf einmal da unten Südafrika da, dass das der höchste Punkt auf diesem Planeten ist und der Himalaya, der ist dann auf einmal unter Wasser oder so. Das kannst du knicken. Ja, alles klar. Ja, wir haben ja auch die Technologie Looking Glass von den Amerikanern, aber auch hier in Deutschland, die können tatsächlich mit Technik in die Zukunft sehen, habe ich gehört. Aber das ist natürlich nicht gesichert. 2012, ja, da geht es natürlich weiter. Was hältst du von Königen, überhaupt Königsfamilien? Naja, ich sag's mal so, Monarchie, da haben die Menschen am besten gelebt, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
Das heißt natürlich nicht jetzt, dass meine Meinung, dass die jetzt hier Hand und Fuß, also dass die jetzt die ultimative Meinung ist, meine ich. Ja, aber ja, Monarchie ist auf jeden Fall besser, bin ich der Meinung, als jetzt eine Diktatur. Und auf jeden Fall besser als eine Demokratie, weil Demokratie siehst du ja vor allen Dingen in einer Multikulti-Gesellschaft und vor allen Dingen bei der Verdummung der Menschen, die da draußen in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, funktioniert ja nicht. Das ist ja nichts weiter mehr Herrschaft aus Herrschaft des Pöbels oder Herrschaft der Unterschichten oder so, kannst du knicken. Denn ja, lieber eine Monarchie. Das Problem bloß ist, da kommen wir wieder mit der Familienstruktur zurück. Dann braucht man natürlich auch ein gesundes Volk, eine gesunde Rasse dazugehörig und eventuell auch eine Religion. Nee, Religion vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber man braucht auf jeden Fall Kultur, Rasse, Geschichte, bla 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 bla. Dann kann das nämlich nur funktionieren, weil eine Monarchie funktioniert nicht in einer Gesellschaft, wo da schwarze, weiße, gelbe, was auch immer da alles rumtun. Und der eine hat diese Religion, der andere hat eine ganz andere Religion, der andere gehört eine Sekte an und tralala, tralala, das wird nicht funktionieren. Ja. Dann braucht man überall, so wie es wieder in der politischen Poneurologie drin steht, von diesem Dr. Lobrasewski da, dann bräuchten wir, wie gesagt, überall kleine, sogenannte nationale Staaten. Nicht nationaler Sozialismus, das meine ich nicht, ganz im Gegenteil, ist er ja auch dagegen gewesen, sondern kleine nationale Staaten von ungefähr der Größe, wie früher Bayern? Die Hälfte... Bayern? Ja, die Hälfte Deutschlands, so wie früher Bayern, Preußen, so ungefähr. Sagen wir so ungefähr wie Belgien, ja, oder wie, welches Land wäre denn? Österreich ist ein sehr gutes Beispiel, ja, so wie Österreich ungefähr. Das ist, oder wie die Schweiz. Ja, so ungefähr super. In der Größenordnung. Ja, super, gefällt mir deine Meinung. Also ich denke, eine repräsentative Monarchie wie in England ist das Mindeste, was Deutschland braucht. Also ich bin auch pro Monarchie, muss ich mich bekennen hier. Aber allerdings natürlich nicht ein Herrscher im Sinne von Diktatur, sondern eine repräsentative, das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt hier kein strikter Gegner von vielen Völkerstaaten bin. Nur du kennst ja das Problem mit den vier Völkerstaaten, ne? Das sieht man ja am besten im Ostblock damals früh mit der Sowjetunion. Dieses Zwingen Österreich, Schweiz, Preußen, Bayern, Dänemark, also alles, was so irgendwie Deutsch spricht, ja, und so weiter und so fort, zu zwingen, zusammenzukommen, und das wird irgendwie so nicht so richtig funktionieren. Das kann dann wieder nur nach dem Prinzip funktionieren, äußerer Feind eint. Aber da müsste man ja wieder nach der Kabbala vorgehen und das wird jetzt wieder zu weit führen. Nein, ich wollte es nur kurz erwähnen. Ich will nur sagen, also ich bin zwar für Monarchie, das heißt jetzt aber nicht, dass ich strikt gegen alles andere bin. Ja? Also nicht jetzt falsch verstehen. Nicht, dass ich jetzt der absolute Monarchie-Verfechter bin. Okay, aber, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wir haben das die Pyramide, das ist also eine Struktur, die ist königsähnlich oder auch Diktatur oder, ne? Aber dann haben wir das umgedrehte Modell, das ist das V, die V-Form, das ist die Demokratie, das heißt die ganze Masse, die sagt, wo es lang geht. Was hältst du von der Form des Quadrates, dass praktisch in Teams das Ganze organisiert wird und wenn irgendwie politisch was zu entscheiden ist, dass Teams rangehen, dass mehrere Gebiete, wie du genannt hast zum Beispiel, dann abstimmen können, aber organisiert wie in einem Quadrat, dass es oben eine Schicht gibt, die praktisch das der Teamchef. Ich würde sagen, beim Quadrat, das sind vier Leute, das sieht man schon, das hört sich ein bisschen albern an, aber ich sage mal, das ist so genauso wie mit den vier Stooges früher, ja. Die vier Stooges haben nicht funktioniert, keiner mag die vier Stooges, irgendwann ist er dann auch abgehauen, weil er die Schnauze voll hatte, dann waren sie drei Stooges gewesen. Schon kommen wir wieder zur Triangel zurück, also zur Pyramide, das wird nicht funktionieren. Und hier wegen Monarchie möchte ich noch hinzufügen. Man muss aber auch aufpassen, wie soll ich es erklären? Du musst immer bedenken, wer da ganz oben an der Spitze steht. Ne? Ich meine, Monarchie, wie gesagt, ist ja nicht schlecht. Aber wenn wir denn das Pech haben, oder wer auch jetzt auch immer, und da oben an der obersten Stelle sitzt dann da irgend so ein Jude, was weiß ich, Jude. Irgendein mieses Arschloch, was weiß ich jetzt. Ja, das ist genau das eher Umgekehrte. Einerseits funktioniert eine Monarchie nur, wenn die Gefolgschaft unten, also die unteren beiden Spitzen da, wenn die zu einer Rasse, einer Kultur, in Anführungszeichen einer Religion, alles gehören und so weiter und einen nationalen Staat haben, aber andererseits funktioniert es natürlich auch nur, wenn der oberste Spitzenfuzzi da oben auch richtig geheiratet hat, wenn der oberste Typ da, der Oberkönig da, der Kaiser, wer auch immer das sein soll, nehmen wir jetzt mal einfach irgendeinen jetzt da, der hat, stell dir vor, der oberste Herrscher hier in Preußenland, hier in Berlin, Norddeutschland, wäre Boris Becker. So, dann kannst du die Monarchie gleich knicken. Gutes Beispiel. Oder stell dir vor, die Monarchin wäre Heidi Klum. Supi, ne? Dann funktioniert das auch nicht. Also der da oben muss schon wissen, wie sein Stammbaum aussieht und wie sein Stammbaum weitergeführt werden sollte und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, er sollte die Familienstruktur auf jeden Fall aufrechterhalten bleiben. Und wenn denn da irgendjemand da rumturnt, der mehr mit seinen Geschlechtsteilen denkt, als mit seinem Hirn, wenn er überhaupt denken sollte, wenn überhaupt mit irgendetwas, dann das wird nicht funktionieren.
frei nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei, das ist richtig. Also da wäre eine Monarchie auf jeden Fall besser, Schrägstrich, in Anführungszeichen sowas wie eine Diktatur, aber man muss immer denken, wer da oben steht. Und den sollte man dann auf jeden Fall auch wieder abwählen können oder irgendwie wegkriegen können, wenn man merkt, dass da oben, das ist einer, der ist zum Psycho mutiert. Du siehst ja beispielsweise hier anhand des britischen Königshaus da, die sind doch genauso doof, wie sie hässlich sind. Naja, ich will jetzt nicht lästern, nicht schimpfen und nicht rassisch werden. Ich finde sie in Ordnung. Also ich meine Hochachtung. Die Engländer haben wenigstens ein schönes Königshaus. Hast du gewusst, dass dieses Königshaus 60 Cent pro Jahr für jeden Engländer kostet? Ich weiß auf jeden Fall, dass es teuer ist. Also die Königshalle lässt sich ganz schön es sich bezahlen von dem Volk. Aber nee, jetzt 60 Cent, 6 Cent, weiß ich jetzt nicht. Nee, sag mir jetzt nichts. Alles klar. Okay, ich würde sagen, alles kann ich auch nicht wissen. Wir beschließen die Sendung langsam und gehen in die zweite Runde die Zuhörerfragen. Was meinst du? Von mir aus. Okay, dann würde ich sagen, Jingle abfahren. Das war die Sendung Valentin Anker. Jeden Dienstag 20 Uhr auf cracker.info mit C geschrieben. Heute war mein Gast Dippel Inc. von youtube.com The Truth Association 04. Wir machen jetzt im Anschluss 45 Minuten Zuhörerfragen. Ich bin froh, wenn ihr dran bleibt. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause und zwar bis 20.47 Uhr. Mein Dank nochmal an die Spender, an die Zuhörer. Wir waren übrigens jetzt 30 auch im Stream und nochmal naja, so um die 40 Leute. Bis nächste Woche, Dienstag, wenn es heißt Valentin Anker und auf der Suche nach der Wahrheit. Bis dahin, beziehungsweise bis in 5 Minuten. Bleibt am Stream live.